Herzlich willkommen zu einer neuen Folge sehr infected. Ah, es schneit gerade oder es fängt gerade an zu schneien. Wir haben ja in der letzten Folge noch gesehen, dass wir da ein Loch hinten in der im Zaun haben auf der Seite. Und das werden wir uns jetzt auch gleich mal ein bisschen kümmern. Ich wollte bloß gerade noch ein Stück Fleisch essen. Dann nehmen wir den Wagen mit. Problem war, ich habe die Aufnahme aufgemacht und habe mir das Loch noch mal genauer angeguckt. Und dann kam noch mal so eine kleine Bambi-Gruppe vorbei. Und ihr seht schon, hier sind ein paar Sachen defekt. War jetzt eigentlich nicht so gedacht, aber gut, passiert halt. Und hier fehlen jetzt auch noch ein paar Spieße. Hier habe ich jetzt auch mit Absicht nur die Palisaden hingestellt. Weil hier ja eigentlich mit dem Beton soll ja hier die Wand zugemacht werden. Dann brauche ich hier nicht nochmal einen Zaun. So eigentlich der Plan. Ob das dann funktioniert, wissen wir nicht. Und ob die Bambis jetzt in der Zwischenzeit. Was fehlt mir denn gerade? Oh, Sticks. Da trotzdem reinkommen. Das werden wir sehen. Oder ob die nur auf die breite Fläche gehen. Weil sie machen auf jeden Fall oben auch am großen Tor der Brücke. Verursachen sie auch immer Schaden. Das habe ich leider schon gesehen. Auch wenn immer, wenn sie vorbeilaufen, machen sie anscheinend ein Element kaputt oder so. Aber gut, dann müssen wir halt auch ab und zu mal vorgucken und das Ganze reparieren und erneuern. Ich hoffe natürlich wirklich, dass das einiges bringt, wenn wir da ein bisschen Metallspitzen dran haben. Weil wenn da jetzt wirklich nur die Metallzäune helfen, das ist auf jeden Fall eine teure Nummer für uns. Das kann ich schon mal sagen. Und das wird ewig dauern, bis wir das hinkriegen. Dann werden wir doch eher mehr Holzpalisaden errichten müssen. Aber gucken wir mal, was es so bringt. Jetzt wollen wir erstmal, dass wir hier die ganzen Sticks hinkriegen. Dass die Grundverteidigung wieder steht. Dann müssen wir uns auch so langsam mal darum kümmern, dass wir ein bisschen an Strom hinkommen. Da habe ich nämlich auch schon ein paar Solarpaneele angezeichnet auf dem Dach. Aber nur angezeichnet. Ich habe es jetzt nicht befüllt oder sonst was. Nur, dass wir da mal so einen groben Punkt haben, wo die Teile hin sollen. So, dann ist diese Seite eigentlich erstmal fertig. Dann müssten hier als nächstes die Metallfragmente hin. Ihr seht auch, hier sind ein paar Zaunelemente, die habe ich da vorne rausgenommen. Das war unnötig. Dann werden wir den Holzwagen. Warte mal, den schieben wir hier ans Haus. Den brauchen wir bestimmt. Und ich schätze mal schwer, dass unser Mike aktuell nichts zum Essen hat. Und wir werden jetzt hier mal schauen, dass wir die Kisten auch ein bisschen gefüllt kriegen. Dass wir ein bisschen was auf Vorrat haben. Könnten wir nicht auch die Kisten reinstellen ins Gewächshaus, oder? Wäre eigentlich auch eine Idee. Nee. Wir lassen es so. Kommt alles ins Lager. Wir haben gesagt, zentrales Lager ist jetzt mal ein bisschen weiterer Weg. Aber das Gewächshaus soll ja auch final nicht da stehen bleiben. Jetzt brauche ich natürlich Kürbissamen. Weil sonst brauche ich hier nicht mehr ansehen. Da haben wir dann das gleiche Spiel. Ja, komm, die zweimal laufen wir jetzt einfach. Den Rest können wir ja dann wieder im Inventar im Rucksack mitnehmen. Wir müssen auch mal gucken, dass wir im Frühjahr auf jeden Fall gleich wieder fischen gehen, dass wir die Lager voll kriegen. Und dass wir auch ein bisschen jagen, dass wir auch normales Fleisch haben. Fisch und Fleisch, dass wir hier uns schön ausreichend ernähren können. Wo ist denn meine Wassermelone? Ist die da? Packen wir hier auch gleich rein. Was ist mit dir? Oh, dir fehlt Wasser. Okay. Die Maispflanze können wir ernten. Gibt's auch gleich eine neue. Und die Gurke.
Können wir auch gleich wieder ansetzen. So, wenn wir als nächstes hier wieder gießen müssen. Ich glaube, wir machen dazu auch mal eine zweite Flasche. Wenn wir das Alu dafür haben. Das packen wir jetzt erstmal hier rein. Hat der noch irgendwas zum Essen hier? Ne, hat er nicht. Haben wir noch irgendwas zum Essen so rumliegen? Nicht wirklich. So, wir teilen uns brüderlich, würde ich sagen. Die Gurke gehört mir. Die gehört auch mir. Und ich kann ihm ja nicht einfach alles geben, weil ich sag mal so, die Holzlager sind jetzt ziemlich voll. Und, oh, warte mal, wir könnten ja mal eintragen, dass er sich auch mal ums Gewächshaus kümmert. Vielleicht gießt er ja jetzt doch mal. Wäre interessant zu sehen. Kümmere dich um die Beete. Das wäre nämlich jetzt der nächste Schritt, was jetzt interessant wäre, bis wir eine weitere Flasche haben. Und die Sounds für die Türen sind schon echt laut geworden. Da sind noch Alubarren und so Zeug drin. Da haben wir ja die Wand rausgenommen. Wie sieht es denn hier aus? Die Ziegel sind durch. Warte mal, dann nehmen wir die mal rüber. Die können wir auch gleich rübernehmen. Was habe ich denn jetzt alles in der Tasche? Sticks. Wollen wir gleich mal raus. So, was haben wir jetzt hier noch drin? Da ist bloß Blei drin. Hier sind auch noch ein paar Dinger drin. Kunststoff, Elektro und so weiter. Wir könnten auch mal gucken, dass wir dann in Richtung LKW kommen, aber dafür brauchen wir ja die Destille. Und um das Zeug zu benutzen, bräuchte man eigentlich einen Ölbohrer. Also so ein Ölextraktor. Wie sieht denn das hier aus? Der sucht. Oh, der braucht auch bald wieder Nachschub. Der hat gar nichts mehr. Das ist natürlich jetzt auch schlecht. Und der hat sowieso nichts, weil wir keinen Treibstoff haben. Oh, das wird jetzt langsam eine Nummer für sich, du. Da ist noch ein Öl drin, aber das habe ich gesagt, hebe ich auf. Warte mal, das schmeiße ich jetzt auch mal da rein. Das schmeiße ich da rein. Das Alu haben wir gekriegt. Ich habe auch einen Alu-Barren gekriegt, so wie es ausschaut. Und den muss ich drüben wieder zurückgeben. Aber ich hatte doch noch irgendwo Ziegel, oder nicht? Da sind noch welche. Weil die Frage ist jetzt. Gut, unten sind Eisen und sowas dran. Oh, steht, ich bin zu schwer. Oh, ich bin viel zu schwer. Den da mal raus, den da mal raus. Dann nehmen wir den auch raus. Und dann holen wir uns drüben mal schnell den Aufwerthammer. Das ist wirklich die Frage, machen wir erst die Außenverteidigung oder erst unser Haus? Ach, den habe ich sogar dabei. Aber am sinnvollsten wäre eigentlich die Außenverteidigung. Falls sie durchbrechen. Jetzt habe ich nichts mehr. Die fünf, wo wir drin haben, reichen auch nicht mehr. Aber dann wird die Seite schon mal so weit verstärkt. Wir könnten auch ein bisschen im bisschen, wie soll ich sagen? Steine schmelzen für Fragmente.
Und damit dann die Palisaden schon mal aufwerten, dass zumindest mal eine Seite weg ist. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir bräuchten für eine Palisade. Wie teuer uns das Spiel kommt. Und wie teuer es kommt, das Ding auf. Boah, da brauche ich 12 Zement. 20 Eisenbrocken für ein so. 8, du meine Güte. 20 Stück. Da muss der Extraktor aber durchlaufen, das sage ich euch. Und nicht bloß einer. Das ist eine schwierige Nummer. Aber wir kommen ja eigentlich nicht drum rum. Muss man ja auch fairerweise sagen. Na gut, komm. Müssen wir so machen. Aber wir könnten noch mal gucken, ob wir vorerst mal ein bisschen Strom haben. Dann hätten wir die Gewächshäuser automatisiert. Wie viel Strom braucht man denn dafür? Jetzt gucken wir mal. Jetzt wird das da mal so ein bisschen hinkriegen. Benötigter Strom 100. Das Ding macht 40 Einheiten. Also bräuchte ich drei Solarzellen auf jeden Fall. Das wird nur unser Gewächshaus, die Wasserpumpe fürs Gewächshaus betreiben können. Dann haben wir aber noch keine Batterie und nichts davon. Kobalt, Kupfer, Hammer. Aluminium müssten wir jetzt eigentlich auch haben. Eisenbarren haben wir noch nicht. Oder? Naja, für zwei. Für drei noch nicht. Okay, Alu habe ich auch noch nicht für drei. Kobalt haben wir aber jede Menge. Was? Dann machen wir das jetzt einfach so. Was bist du? Du bist auch ein Kobaltbarren. Du bist doch ein Eisenbarren. Du kommst auch mal rüber. Und du wirst aufgeräumt. So, wie sieht es jetzt hier aus? Liegt hier noch irgendwas drauf rum? Nein. Du bist eigentlich eine Stahllegierung. Könnten wir den eigentlich auch mal durchjagen? Und zünden das Ganze mal an, wenn wir noch Kohle haben irgendwo. Kohle haben wir noch, das muss auch noch rüber. Und dann kümmern wir uns jetzt drum. So, was, wir nehmen erstmal die Koboldbarren hier raus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okay, wir nehmen noch hier einen raus und gehen mal nach oben, weil uns wird hier drin gerade richtig warm. Scheiße, das hilft. Und da habe ich die schon mal hingesetzt, dass wir hier schon mal so ein bisschen Solar haben. Wird natürlich noch erweitert, das ganze Spiel, aber ich finde es hier am sinnvollsten. Ich möchte die nicht einfach irgendwo drauf klatschen. Da haben wir schon mal die vier drin, dann könnten wir eigentlich. Habe ich jetzt vier Stück gemacht, ne? Nehmen wir auch mal Kupfer für die vier. Ah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Und der vierte war da hinten drin. Ich laufe ein bisschen schneller durchs Haus. Wegen der Hitze. Genau, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Minimum 15 mal Alu und 15 mal Eisen.
Wären die ersten Solarplatten in Betrieb? So, wir packen mal hier nochmal Stahl rein. Was habe ich noch in der Tasche? Also uns fehlen drei Eisenbarren. Alu hätten wir. Okay, komm her. Ja, okay, ausziehen. Das ist ja ein Drama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder auch mehr, mir egal. Hauptsache, ich krieg den Wagen hier voll, die Karre voll. Dann bringen wir den Rest noch schnell rüber. Das Saatgut ist aufgeräumt. Gut, kümmert sich so jetzt aktuell nicht drum. Aber wir können auch noch ein bisschen Treibstoff machen. Ich glaube, da drüben sind ein paar verdorrte Sachen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nehmen wir ja schon mal zwei Stück hin. Und es hört sich auf jeden Fall mal safe an, wenn wir hier drin uns bewegen. Dass hier keiner um die Ecke kommt und uns auf den Keks geht. Ich glaube, das war an der normalen Werkbank, oder? Ja. Und dann können wir auch das Gewächshaus ausbauen. Dann läuft da nämlich auch ein bisschen mehr. Halbieren. Du kriegst noch einen. Und wir brauchen ja jetzt dann auch weiterhin Ziegel. Deswegen lassen wir den auch gleich mitlaufen. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Die ist halb voll. Geben wir mal die Ölkanne notfalls für den hier auf. So, dann hätten wir schon mal zwei Barren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also bei sowas verzähle ich mich komischerweise immer, oder? Ein Klick weniger wird genommen. Aber ich glaube eher, ich habe mich verzählt. So, jetzt warten wir mal, bis die noch durch sind. Wir könnten eigentlich parallel hier gleich die Barren schmelzen. Und wir, bevor wir hier dumm rumstehen, machen wir das natürlich hier auch. Und Treibstoff ist halt jetzt der größte Manko, dass halt auch unsere Extraktoren in den Minen laufen, um Nachschub zu kriegen. So, den werden wir nicht machen. Wir machen erst die drei. Haben wir E20 dann im Überschuss. Und bauen dann aus, wie wir es brauchen. Warte mal, dann holen wir jetzt auch gleich mal Eisen raus. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, der Barren ist noch nicht fertig. Aber was ist hier gerade ausgegangen? Irgendwas ist hier ausgegangen angeblich. Ach, war das das Lagerfeuer da hinten? Das kann natürlich sein. Aber dass man das so weit hört, ist natürlich auch heftig. So. Der erste steht. Zweite steht. Und da fehlt noch einer. Und dann müssen wir uns natürlich um den Rest kümmern, auch Speicher und sowas. Da, wo ich mich auch gerade frage,
wo ich den Batteriespeicher hinstelle. Weil ich glaube, ich muss ja das ganze Zeug auch verkabeln. Deswegen glaube, wir machen den hier draußen hin. Kommen nämlich von hier oben runter mit den Kabeln. Aber gut, so Stromgeschichten hier ist natürlich jetzt auch nicht so geil. Vor allem nicht, wenn ich die Wand hier doch noch aufreiße. Was ich ja eigentlich vorhabe, ist ein großer Raum wird hier unten. Aber wir könnten den Bereich hier nutzen. Ich glaube, das könnte man hinkriegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und wir brauchen definitiv, denke ich, Eisen dafür, um das voranzutreiben. So. Gut, dann haben wir jetzt erstmal Solarstrom. Um das nachts zu nutzen, brauchen wir auf jeden Fall Akkus. Und die Akkus, warte mal, muss ich eigentlich jetzt das Zeug hier auch schon verbinden? Das muss ich mir gleich mal angucken. Wir müssen mal so Kabel holen. Weiß gar nicht, wo ich die reingepackt habe. Da sind sie. Wird an der verbesserten Werkbank hergestellt und dient dazu, um an deine Komponenten zu übertragen. Verwende das Verbesserungswerkzeug, um Kabel mit Komponenten zu verbinden. Okay, ich dachte eigentlich, dass ich jetzt hier die Solarfüße sehe, aber die sind anscheinend weg. Dann gehen wir jetzt mal noch mal gucken. Nee, anscheinend die muss ich da nicht verbinden. Okay. Dann gehen wir mal runter und zeichnen mal ein paar Batterien an, sodass wir die Kapazität auch unterkriegen. Obwohl hier vielleicht so ein Lagerregal hier eigentlich gar nicht so blöd wäre, aber das passt hier sowieso nicht rein. Außer ich stelle es so hin. Aber dann können wir es auch nachträglich bauen. Hier los? Möchte das jetzt gerne mal dahin gestellt haben. So, was brauchen das Ding eigentlich? Bretter? Ach, das ist gar nicht so teuer, wie ich gedacht habe. Okay. Da könnte man nämlich da eigentlich auch Batterien mit reinstellen. Zumindest können wir die danach dahin stellen. So. Die Frage ist, wie viel Kapazität hat denn so ein Ding? Steht nicht dran. Aber Blei, Alu, Kupfer, Elektroteile dürfen wir haben, Kupfer dürfen wir haben. Bleibahn haben wir auf jeden Fall, aber viermal Alu haben wir das noch. Für eine Batterie. Nein. Genau auf den einen geht es wieder nicht raus. Das ist doch jetzt echt nicht wahr, oder? Doch ist es. Mann, ey. Müssen wir echt los? Oder ich gehe zwischen den Folgen mal schnell und guck, dass wir was kriegen. Und viermal Kupferbarren.
weil das da hochlaufen und das abholen, das ist ja eigentlich für euch nicht so interessant, wenn was passieren sollte. Was interessant ist, dass wir angegriffen werden oder sowas. Hole ich euch da dann auf jeden Fall dazu. Ah, hätte ich bloß einen mitnehmen müssen. Warte mal, den kann ich ja eigentlich auch gleich hier in die zweite Batterie reinpacken. Aber wir können ja trotzdem erstmal weitermachen und mal gucken, was wir für einen Strom eigentlich alles brauchen. Masten brauchen wir nicht. Ein Bedienfeld und ein Verteilerkasten. Zentraler Knotenpunkt für alle Strominfos. Relais werden verwendet, um die Reichweite eines Kabels zwischen Komponenten zu verlängern. Um Gruppen und Komponenten ein- und auszuschalten. Ach, es gibt endlich mal Lichtschalter? Cool. Okay, damit können wir die Länge verweilen. Damit können wir es verteilen. Und darüber sehen wir alles. Eisen, Kupfer, Schrauben. Das Bedienfeld ist jetzt die große Preisfrage. Tue ich das nach oben? Oder packen wir das mit hier rein? Eigentlich hätte ich das Bedienfeld ganz gerne am Eingang. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Kupfer und Kobalt. Füllen wir hier auch gleich nochmal nach. Kupfer, Kobalt. Brauche noch Eisenbahn, ich brauche noch Schrauben. Und ich habe die Schrauben irgendwo hingepackt. So, Schrauben haben wir schon mal drin. Und die Eisenbahn laufen gerade noch. Dann ist es mal die Frage aller Fragen. Da müsste dann eigentlich noch ein Verteiler hin. Sehe ich das richtig? Der wurde es dann eigentlich überall hinbringt. Was kostet das Ding? Zweimal Kobalt, zweimal Kupfer. Das haben wir ja auch noch da liegen. Dann fehlen eigentlich nur noch die Eisenbahnen dafür. Aber die sind ja in Bearbeitung. Beim Winter jetzt dahin laufen ist eigentlich auch gefährlich. Ja gut, solange kein Schneesturm ist. Hallo Froschi. Dass du da gerade unterwegs bist, mein Frosch. Weil ich bräuchte Fleisch. Auch wenn es nicht viel ist, aber ein Fleisch reicht ja schon mal. So, gleich den nächsten hinterher. Erstmal den Verteilerkasten fertig bauen. So, der Froschjäger. Aber ich wusste auch nicht, dass Frösche im Winter hier rumhampeln. Sind die echt eigentlich überhaupt unterwegs sein, die Jahreszeit? Kann ich gar nicht sagen. Bin ich überfragt. Da ist sogar noch ein Fleisch drin. Das muss man erstmal wissen. Das ist sauberes Wasser, da hinten ist kein sauberes Wasser drin. Okay. Kohle ist aber noch da. Die brauchen wir natürlich auch, weil wir heizen ja gerade eh zum Fenster raus. Deswegen.
Ist es ja egal. Und dann gehen wir jetzt nochmal runter und holen mal Wassernachschub, dass wir da auch gleichzeitig was abkochen können. Weil so viel haben wir nicht mehr. Deswegen sollte die Wasserpumpe so langsam mal in Betrieb gehen. So, da hinten können wir das reinpacken. Und wir nehmen sauberes Wasser mit. Das Fleisch können wir auch gleich noch tauschen. Perfekt. Bis jetzt sollten die Barren auch fertig sein, dann haben wir wenigstens den Abteil schon mal durch. Machen wir noch mal eine Füllung gemeinsam, wo man sich wieder verzählt hat. Und dann würde ich doch knallhart sagen, hier unten fehlt ja der Alu, oder? Jo. Würde ich sagen, gehe ich jetzt auch eine Runde schlafen hier, bis es wieder hell ist. Und dann schnappe ich mir einen Karren mit einer Kiste drauf. Und eine Steinkiste nehme ich, glaube ich, auch mal mit. Und dann würde ich sagen, klapper ich mal in jetzt gemütlich die unsere Extraktoren ab. Und dann, sobald es erledigt ist, sehen wir uns hier wieder. Gut, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß dran hattet, euch es gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr Tipps und Tricks für mich habt, schreibt es natürlich gerne rein. Bedenkt allerdings, ich nehme immer ein bisschen im Voraus auf und deswegen kann ich erst zu einem späteren Zeitpunkt darauf eingehen. Aber seid euch sicher, die Tipps werden angewandt. Gut, also bis dann. Ciao, ciao.